Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Heute zeige ich euch unsere Sommerpizza. Ja, und das Tolle an diesem Pizzateig ist, dass er ganz ohne Hefe zubereitet wird und somit auch die Gehphase entfällt. Ha, und zum Leidwesen meines Sohnes ist das eine vegetarische Pizza. Also sie kommt ganz ohne Wurst- oder Fleischbelag aus. Aber da der Belag wirklich super saftig mit reichlich Käse obendrauf und da der Pizzateig unglaublich knusprig und dünn ausgerollt war, war die Enttäuschung dann doch ganz schnell verflogen. Und als erstes wird der Gemüsebelag vorbereitet. Eine Zwiebel wird geschält und in Ringe bzw. Halbringe geschnitten. Zwei geschälte Karotten werden klein gewürfelt. Vier rote Spitzpaprikaschoten werden verputzt und in Streifen geschnitten. Etwa 3 Esslöffel Sonnenblumenöl werden in einer recht tiefen Pfanne erhitzt und das Gemüse wird darin angebraten. Nach etwa 3 Minuten werden 2 bis 3 gewürfelte Tomaten zugegeben. Ich hatte nun nur kleine Cocktailtomaten und habe eine Handvoll Tomaten halbiert. Und das Gemüse schmuggelt nun etwa 6 Minuten in der Pfanne. Ja, und bei der Teigzubereitung dachte ich mir, ich hole mir die Prep & Cook zur Unterstützung. Aber ja, so wirklich hilfreich war sie nicht. Trotz Teigprogramm musste ich den Teig im Anschluss mit den Händen noch ganz schön nachbearbeiten. Deshalb zeige ich hier die Teigzubereitung auch nur am Rande, so im Schnelldurchlauf. Ich empfehle also, alle benötigten Teigzutaten von vornherein her eine große Schüssel zu geben und mit den Händen zu kneten. Für den Teig werden 300 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 2 Prisen Salz, 50 ml Sonnenblumenöl und 150 ml Joghurt miteinander verknetet. In der Zwischenzeit ist der Gemüsebelag auch fast durchgeschmuggelt und wird nach eigenem Gusto gewürzt. Ich verwende gerne einen flachen Teelöffel Zucker, einen flachen Teelöffel Pfeffer, etwas Salz, Chilipulver und auch gerne getrockneten Oregano. Außerdem rühre ich noch 3 Esslöffel Eiwe unter. Also beim nächsten Mal lasse ich die Maschine von Anfang an beiseite stehen und knete den Teig einfach per Hand. Und gebacken wird, wie sollte es auch anders sein, auf dem Zauberstein. Die ja, für den einen vielleicht unschöne Verfärbung ist die sogenannte Patina. Patina ist eine natürliche Antihaftbeschichtung und entsteht durch Einbacken von Fett. Je mehr Patina vorhanden ist, umso besser kommt der Steinofeneffekt zur Geltung. Ja, mit dem Teigroller wird der Teig nun ganz einfach auf dem Zauberstein ausgerollt. Der Gemüsebelag wird auf dem Teig verteilt. Anschließend werden 6 Scheiben Käse darauf gegeben und mit geriebenem Mutterkäse wird das Ganze noch bestreut. Der Zauberstein kommt also auf ein Backgitter. Dieses wird im untersten Schub im Backofen platziert und die Pizza backt im vorgeheizten 220 Grad Ofen 20 Minuten. Und mit dem Pizzaschneider kann auch direkt auf dem Zauberstein geschnitten werden. Ja, und wie man sieht, nichts ist angebacken und die Pizza schmeckt einfach phänomenal. Und nun noch etwas Werbung in eigener Sache. Alle verwendeten Produktlinks findest du unten in der Infobox. Und natürlich auch den Link zu meinem Online-Shop, in welchem ich mein erstes Rezeptheft Balkanküche für die Cook for Me anbiete. Ja, und wer mir und meinen Stories folgt, dem wird der verrückte Teig nicht entgangen sein.
denn die nächste Pizza folgt ganz bald. Liebe Grüße, bis ganz bald, eure Jana.